Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Episode 2 von meinem Let's Play von Vessel. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört, hier an dem Aufzug. Den muss ich jetzt nochmal hochfahren. Das hat anscheinend nicht richtig gespeichert. Und dann kann es auch gleich weitergehen mit unserem Abenteuer hier in diesem physikbasierten Puzzle-Plattformer. Und da komme ich schon zum nächsten Puzzle. Und ich gehe mal davon aus, dass ich hier wieder irgendwie... Ah, das kann ich bewegen. Das sieht doch vielversprechend aus. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn das gefüllt ist und ich auf die Knöpfe drücke, dass dann unten die Tanks gefüllt werden. Und dass die Türen unten öffnet. Ah. Nicht die Tanks werden gefüllt, sondern die Schalter werden umgelegt. Auch eine interessante Technik. So, zum Glück falle ich hier nicht in die Rohre rein. Ja, und hier sieht man einen kleinen Schnitt. Das lag daran, dass das Spiel plötzlich minimiert hat. Aber jetzt funktioniert es hoffentlich wieder. So. Ah, hier kann ich die Flüssigkeit reinfüllen. Und so wie es aussieht, muss ich das überall machen und kann dann vermutlich Fluoros generieren, die dann schön auf die Schalter springen. Für mich. Ah, ich gehe mal davon aus, wenn ich den Fluoro erzeugt habe, dass ich dann nochmal von oben diese Behältnisse füllen muss und ihn so lang laufen lassen muss, dass er auf die richtigen Knöpfe drückt. So, kann ich das hier auch irgendwie aktivieren? Hiermit vielleicht? Nein. Das macht nur das Wasser raus. Vermutlich mit dem großen Knopf oben in der Mitte. Wie das immer so ist, das was am offensichtlichsten ist, sehe ich nicht. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie die Konfiguration richtig gemacht habe. Dass mir Fluoro jetzt gleich hier die Tür öffnet. Super. So. Wie ich schon erwartet hatte, muss ich jetzt hier nochmal das Ganze füllen. So. Und das letzte. Na, mach das durch. Dankeschön, Fluoro. Und weiter geht's. Boah, das war ein weiter Sturz. Oh, ertrinke ich hier etwa? Das sieht fast so aus. Juhu! Ein bisschen schwimmen und planschen hier im Wasserbecken. Das macht Spaß. Aber genug gespielt. Auf geht's. Weiter ins nächste Level. Und hier haben wir ganz viele Knöpfe. Aha. Die öffnen temporär die Türen. Das heißt, da muss ich wieder irgendwas drüber laufen lassen. Oder da geht es gar nicht weiter. Das kann natürlich auch sein. Ein neuer Protokolleintrag.
Der Probenehmer. Dieses Gerät soll die Essenz von Fluoros sammeln und sie in einer tragbaren und reproduzierbaren Form speichern. Extrem hilfreich, wenn man Fluoros an schwer zugänglichen Orten erstellen will. Zum Aktivieren benötige ich einen Fluoro als Quelle, wobei die entnommenen Proben leider auch etwas Kollateralschaden erleiden können. Aha, also kann ich Fluoros irgendwie transportieren, aber dabei zerstöre ich den ersten Fluoro. Ah. Das sieht so aus, als ob ich da irgendwas injizieren muss. Ah, hier ist doch eine Anleitung. Die Spritze in den Fluoro rein. Und dann irgendwas, was ich nicht wirklich erkenne. Erstmal ein Fluoro erzeugt. Das kommt hoffentlich runter und versucht das Licht auszuschalten. Okay. So, und jetzt muss ich im richtigen Moment. Ah, ja. Super. Und jetzt. Was sagt mir die Anleitung? Ich muss hier irgendwie dran gehen. Ah, und kurbeln. Aha, ich verstehe. Jetzt habe ich den Fluoro hier in diese Spritze, in die Maschine reingenommen. Anscheinend gerade zu Dampf gemacht. Und jetzt? Aha. Jetzt habe ich hier eine leuchtende Kugel mit einem Auge drin. Ah. Einen kleinen Fluoro, einen neuen Samen habe ich erhalten. Schauen wir doch gleich mal in unseren Sameninventar. Verwendung von Samen, neuer Protokolleintrag. Endlich habe ich eine portable Möglichkeit, um Fluoros zu installieren. Ich kann sie einfach in eine beliebige Flüssigkeit geben und schon bildet sich ein Fluoro, der bereit zu helfen ist. Außerdem weisen diese Samen eine starke molekulare Anziehungskraft für jegliche Flüssigkeit auf. Dieser Nebeneffekt könnte bestimmt auch von Nutzen sein. Das heißt, man kann Fluoros als Schwamm verwenden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder sie bewegen sich zu Flüssigkeiten hin, das kann auch sein. Okay. Und wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, mit X kann ich das fallen lassen. So. Klettern wir hier wieder hoch. Aha. Der Fluoro zieht das Wasser an. Das ist lustig. Huhu. Ah, und das Wasser muss ich jetzt versuchen, hier oben drauf zu legen, oder macht das der Fluoro dann für mich? Versuchen wir mal ein bisschen Wasser zu sammeln. Ah, nicht so viel, dass es mich ertränkt. Oh, jetzt habe ich einen Fluoro erzeugt. Oh, und jetzt habe ich den Samen wieder in Hand. Aha, fallen lassen und ich erzeuge ein Fluoro. Der springt jetzt hier hoch. Aha. Na komm schon, die Mitte erst aufmachen. Und jetzt nochmal rechts. Wunderbar, dankeschön, Fluoro.
Dafür darfst du da oben weiter rumspringen. Und ich schaue, wo es hier weitergeht. Ein großer neuer Raum, in dem ich runterspringen kann. Mit Rutschen an der Seite. Aha, da unten erzeuge ich wahrscheinlich gerade wieder Fluorus. Davon gehe ich zumindest aus. Ah, ich verstehe. Aha. Ich muss so einen Samen nehmen. Na? Und da runterschubsen. Und jetzt Wasser darüber kippen. Ah, und dann entstehen Fluoros. Ah, clever, clever. Und die machen mir jetzt hier die Tür auf. Ah, der Dampf bremst mich ein bisschen ab. Das ist ja sehr schön. Okay. Interessant. Oh. Na, immer noch nicht ganz. Ich versuche mich hier hoch zu katapultieren. Na. Muss ich im richtigen Moment abspringen, oder? Nein. Naja, vielleicht geht es hier ja weiter. Jetzt stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Aha! Das sieht doch schon mal gut aus. Und was macht der Schalter? Der macht mir hier Licht. Ah! Kommt jetzt das Fluoro runter? Zu dem Licht? Oder muss ich... Ich glaube, ich muss hier ein bisschen zielen üben. Na, noch ein bisschen höher. Und dann klappt das auch. Ja. Na, wo ist mein Fluoro denn hin? Habe ich wohl was übersehen? Als ich damit beschäftigt war, die Samen wieder aufzuheben. Zurück und vor. Ah, das war die falsche Taste. Zurück und vor. Spielen wir wieder ein bisschen Tarzan. Oh, ja, ja. Ja, Tarzan kann das ein bisschen besser. Ah, ganz knapp daneben. Aber jetzt treffe ich. Und. Es entsteht ein Fluoro. Und der drückt für mich auf den Schalter. Und ich komme weiter. So, und ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass auch diese Folge leider schon wieder vorbei ist. Und wie ich dieses Rätsel hier löse, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.